Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutschiller und wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal hier finden und erkunden und dann Dracheninseln. Und hier haben wir das Achievement Traumjäger. Und für dieses müssen wir Folgendes machen. Sammelt 100 umherirrende Träume während der Superblüte. Und ja, wo haben wir die Superblüte? Wir müssen einmal in das Gebiet der Smaragdgrüne Traum. Das haben wir hier unten seit Patch 10.2 auf den Dracheninseln. Und dann ist es so, dass hier ein Baum quasi einen relativ langen Pfad, wenn dann rechts oder links rumläuft. Und zwar immer zur vollen Stunde. Also um 22 Uhr, 23 Uhr, um 24 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr. Und währenddessen, seht ihr, kommen immer so kleine Mobs. Und wenn man die umhaut, kommen hier so kleine Wildtiere raus oder Kleintiere und die kann man anklicken, wenn man schnell ist. Ich bin jetzt gerade irgendwie ein bisschen zu blöd. Ah ja, da. Nee, den haben wir nicht erwischt. Hier haben wir ein Häschen. Ah, es despawnt. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Aber in regelmäßigen Abständen spawnen die hier. Und wenn man dann ein wenig zackig unterwegs ist und die angeklickt bekommt, dann gibt es Fortschritt hier für das Achievement. Das müsst ihr nicht in einem Event machen, sondern könnt es halt in mehreren machen. Wenn viele Spieler da sind, wird es auch ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, die angeklickt zu bekommen. Als Druid kann man das zum Beispiel hier in der Flugform machen, da geht es ein bisschen besser. Jetzt klicke ich mal noch ein bisschen an, dass ich mich nicht ganz blamier hier. Also seht ihr, das geht eigentlich relativ easy. Man kann pro Event 20, 30, 40 sogar schaffen, wenn man quasi jetzt die Mobs ein bisschen in Ruhe lässt und mehr sich auf die konzentriert. Aber da wir die Superblüte hier eh spielen müssen für sehr viele Collectibles, ist das eine Sache, die ihr wahrscheinlich innerhalb des Patches jetzt auch x-mal machen werdet. Und dann könnt ihr das auch relativ gechillt quasi mitnehmen. Genau. Und wenn wir dann 100 Viecher angeklickt haben, dann haben wir das Achievement fertig. Also ich zeige es nochmal kurz auf der Map. Die Superblüte beginnt immer hier oben, etwa bei den Koordinaten 51, 59. Und da ist dann auch hier dieses Symbol, ne? Und dann fängt der Baum langsam an, wenn dann hier rechts rumzulaufen oder hier links rum. Das ist immer abwechselnd, bis er hier unten irgendwo angelangt ist. Und da ist dann das Boss-Event, ne? Und ja, zwischendrin beschwört er dann immer die Mobs. Juti, mehr ist es nicht. Ist eine relativ leichte Sache. Dauert vielleicht bei euch ein paar Events, wie bei mir auch. Und ja, dann sehen wir uns gerne beim nächsten Achievement Guide Video wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.